Die Villa Berg konnte ich mit meiner Drohne fotografieren. Die Villa steht auf dem Gipfel eines kleinen Berges, aber wir blicken noch von viel höher drauf. Toll ist, was du auf diesem Panorama sehen kannst. Den SWR-Turm etwas links von der Villa Berg. Noch weiter links erahnt man den Hauptbahnhof und den Beginn der Innenstadt. Rechts ist der Gaskessel. Der Blick dahinter geht bis zum Hafen in Stuttgart-Wangen. Und gleich hinter der Villa ist das SWR-Gebäude von Rolf Gutbrot. Direkt dahinter liegt das Bad Berg. Die jetzt abgerissenen Studios des SWR sind flach an den Hügel geduckt, rechts der Villa zu sehen. Hier derselbe Blick vom Dach aus. In der Ferne der Fernsehturm, der Fernmeldeturm und links der Gaskessel. Die Villa Berg war immer wieder in der Diskussion. Im Krieg war sie zerstört worden. Der Süddeutsche Rundfunk hat sie in reduzierter Form wieder aufgebaut und einen Sendesaal im ehemaligen Ballsaal installiert. Weitere Südfunkgebäude entstanden im Park daneben, direkt rechts hinter uns. Ein Blick von einem Balkon in einen Salon der Villa Berg rechts zeigt den Zustand, den hier die Fenster und Türen haben. Dringend restaurierungsbedürftig. 2005 hatte der SWR die Villa an die Stuttgarter Häuslergruppe verkauft, die aber bald darauf in Konkurs ging. 2010 übernahm die Düsseldorfer Immobiliengruppe PDI mit dem Ziel, auf dem Gelände statt der Sendestudios Luxuswohnungen zu errichten. In Stuttgart kochte vielen die Volksseele hoch. Das muss doch der Öffentlichkeit erhalten bleiben. Hier das Foyer vor dem großen Sendesaal. Man sieht ihm zumindest am Fußboden ganz gut die 1950er Jahre Neuinterpretation an. Viele Jahrzehnte hatten hier Konzerte und Veranstaltungen des SDR, SWR mit Publikum stattgefunden. Der große Sendesaal war mit einer riesigen viermanualigen Walker-Orgel ausgestattet. Die steht hinter dir. Auch sie steht inzwischen unter Denkmalschutz. Unzählige Konzertaufnahmen wurden hier gemacht. Erst mit der Fusion von SDR und SWF im Jahr 1998 wurde dieser Saal mehr und mehr überflüssig. Ein Treppenhaus mit wunderschön gewendelten Treppen. Die Stadt Stuttgart kaufte 2015 nach vielen Bevölkerungsprotesten und Diskussionen die Villa Berg und die Sendestudios zurück. Es soll eine neue Kultureinrichtung entstehen, ein offenes Haus für Musik und mehr. Dass der Stuttgarter Hauptbahnhof ein Politikum war und ist, wissen alle. Ich konnte in der Haupthalle, als sie noch ganz in Betrieb war, Aufnahmen machen. Inzwischen ist sie völlig ausgebeint und wird im Innern ganz neu strukturiert. Hier ein Blick vom Ende des überdachten Bahnsteigbereichs bei Gleis 8. Ganz links fährt ein Intercity-Zug. Dahinter siehst du das neue Bankenviertel und rechts von uns steht das dunkle Stellwerksgebäude. In wenigen Jahren ist auch das Vergangenheit. Um mal kurz die Vorarbeit für meine Fotografien zu illustrieren. Meine erste Anfrage, um das Stellwerksgebäude zu fotografieren, war im Juli 2014. Seither telefoniere ich regelmäßig mit der Bahn, muss jedes Mal meine Anfrage nochmal schriftlich schicken und man sagt mir, man melde sich bei mir. Mal sehen, wann das klappt. Als 2015 bekannt wurde, dass die Villa Bolz verkauft wurde und abgerissen werden sollte, machten sich einige Bürgerinnen und Bürger stark dafür, das zu verhindern. Auch die damaligen studentischen Mieter. Sie nannten sich Kollektiv 44 und brachten ein großdimensionales Porträt des NS-Regimegegners und Widerstandskämpfers an der Fassade an. Der einstige württembergische Staatspräsident Eugen Bolz war nach dem Hitler-Attentat 1944 verhaftet und hingerichtet worden. Die Idee, dort eine Gedenkstätte einzurichten, wurde nicht verfolgt. Stattdessen wurde ein Neubau des Staatsministeriums beim Regierungssitz Villa Reitzenstein nach ihm benannt. Die Villa Bolz ist inzwischen abgerissen und es stehen dort schon wieder Luxuswohnungen.
Ebenfalls viele Diskussionen gab es um die Gebäude der IBM-Hauptverwaltung am Stuttgarter Autobahnkreuz. Die preisgekrönte Architektur stammte von dem berühmten Egon Eiermann. Was könnte nach dem Wegzug der IBM 2009 nach Ehningen aus den Gebäuden werden? Vermarktungsbemühungen der nachfolgenden Investoren, darunter auch die bei der Villa Berg beteiligte Immobiliengruppe PTI, scheiterten. Typisch für die Bauweise Egon Eiermanns sind die Innenhöfe zwischen den Gebäudeflügeln. Von außen wirken die Bauten wie Pavillons, allerdings 60x60 Meter groß. 1500 Leute konnten hier arbeiten. Der Insolvenzverwalter der Investoren stellte 2013 den Abrissantrag. Oberbürgermeister Kuhn rief zu einem Eiermann-Kolloquium auf. Der Gemeinderat beschloss einen Bebauungsplan, der Neubauten auf dem Gelände erlaubt und den Erhalt der drei originalen Verwaltungsgebäude und der Cafeteria sichert, in der wir unseren Rundgang abschließen.